Herzlich willkommen, freut mich, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um das Führen von Waffen ohne Waffenschein, zum Schießstand zum Beispiel oder zum Büchsenmacher. Und egal ob Sportschütze, Jäger oder Waffenhändler, wenn man eine Waffe zum Schießstand transportiert, muss man bestimmte Voraussetzungen erfüllen, dass man keinen Waffenschein braucht. So, zur Begriffsbestimmung erstmal vorweg. Wenn ein Sportschütze seine Pistole in einen Koffer packt, mit zum Schießstand nimmt, dann führt er sie im Sinne des Waffengesetzes. Das Transportieren gibt es so eigentlich gar nicht. Er führt sie, er ist aber von der Waffenscheinpflicht ausgenommen. Und auch noch vorweg, das Führen von Einhandmessern oder das Transportieren von Einhandmessern oder Hieb- und Stoßwaffen nach dem 42a-Paragraphen ist komplett getrennt. Das ist ganz anders geregelt, weil der Paragraph 42a in sich eine Einheit ist und mit dem restlichen Waffengesetz fast nichts zu tun hat. Also keine Einhandmesser, heute geht es nur um Schusswaffen. Jeder wird es kennen, Paragraph 12, Ausnahmen von den Erlaubnispflichten. Eine Erlaubnis zum Führen bedarf nicht, wer sie nicht schussbereit, nicht zugriffsbereit von einem Ort zum anderen befördert. So, sofern es ein Bedürfnis ist und so weiter. Nur von einem Ort zum anderen, also man darf sie nicht spazieren fahren. Und heute ist das Thema nicht zugriffsbereit. Das wird nochmal ausgeführt in der Waff-VBV und in der Anlage 1. Sie ist nicht zugriffsbereit, wenn sie sich in einem verschlossenen Behältnis befindet. Das steht noch in der Anlage. So, die allermeisten Waffenbesitzer, die machen da gar nicht groß rum. Und das ist auch gut so und sinnvoll. Die haben ihren Waffenkoffer, eine Gewehrtasche oder sonst irgendwas. Dann nehmen sie ein kleines Vorhängeschloss, machen das hier rein. So, dann verschließen sie das Schloss und gut ist. Es ist eine super Sache, da kommen keine Fragen auf bei einer Kontrolle. Sollten jedenfalls nicht. Aber man muss es nicht verschließen. Bei den 42a-Gegenständen muss man es verschließen, bei den Schusswaffen nicht. Und das soll Kern des heutigen Videos werden. So. Soweit Waffen in unverschlossenen Behältnissen transportiert werden, sind sie nur dann nicht zugriffsbereit, wenn sie nicht innerhalb von 3 Sekunden und mit weniger als 3 Handgriffen unmittelbar in Anschlag gebracht werden können. So, und hier steht jetzt eigentlich der Sinn des Gesetzes. Als Faustformel lässt sich sagen, dass eine Waffe zugriffsbereit ist, wenn sie mit weniger als 3 Handgriffen in unter 3 Sekunden in Anschlag gebracht werden kann. Das ist der Fall, wenn die Waffe am Körper an einem Holster getragen wird. Oder im PKW, in der Türablage oder im unverschlossenen Handschuhfach. Also, das ist ganz wichtig, um das nachvollziehen zu können, was der Gesetzgeber wollte. Jetzt, hier steht Handgriffe. Und ich denke, das ist ganz wichtig und das wollte ich ein bisschen in den Kontext setzen und da ein paar Gedanken zuteilen. Ich sage auf keinen Fall, ich habe recht, aber das soll einfach eine Gedankenanregung sein. Wir haben jetzt hier ein modernes Plastikholster, wir haben irgendeine Pistole da drin, ein Handgriff und ich habe sie in Anschlag gebracht. Ein Handgriff. Das wollte der Gesetzgeber verhindern. Und hier steht, mit weniger als 3 Handgriffen. Jetzt habe ich hier ein altes Behördenholster. Ein Handgriff, ein zweiter Handgriff und ich kann sie in Anschlag nehmen. Also, auch wenn ich so ein Holster am Körper trage, ist es auch nicht zulässig. Jetzt nehmen wir irgendeine Tasche. Ich habe hier halt eine kleine, dass sie hier auf den Schreibtisch passt. Das kann auch eine große Tasche sein oder eine Gewehrtasche, die ja gleich funktioniert. Vorführeffekt. Ein Handgriff und ein zweiter Handgriff. Und ich habe die Pistole im Anschlag. Auch das wollte der Gesetzgeber unterbinden. So,
Wie kann man in so einer Tasche eine Waffe transportieren zum Schießstand? Hier steht, weil sie sich während der Fahrt im Kofferraum meines Fahrzeugs befindet. Übrigens, ich persönlich, wenn ich Waffen transportiere, verriegele ich immer die Türen vom Auto. Die Gefahr, dass irgendwer an der roten Ampel mir hinten den Kofferraum aufmacht und mir den Waffenkoffer klaut, ist zwar praktisch null, aber ich mache das einfach aus Prinzip. Aber wenn ich bei mir zu Hause auf dem Grundstück diese Tasche unverschlossen, nur geschlossen, in den Kofferraum lege, zum Schießstand fahre und auf dem Gelände vom Schießstand es wieder raushole, dann kann ich sie nicht mit weniger als 3 Handgriffen in den Anschlag nehmen. So, und das ist so ein klassischer Fall von der Waffensachkunde oder auch dem 34a Gewerbeordnung fürs Bewachungsgewerbe. Wenn man eine Waffe nur geschlossen transportiert, kann man es im Kofferraum tun. Gut, führen wir das weiter. Angenommen, ich will sie nicht in den Kofferraum tun. Wenn diese Tasche neben mir liegt, auf dem Beifahrersitz, kann ich sie, wie ich euch schon gezeigt habe, mit einem Handgriff, zwei Handgriff, mit zwei Handgriffen in Anschlag bringen. Und nicht Bewegungen. Ich bin mir sicher, dass der Gesetzgeber nicht Bewegungen meinte, also mit eine Bewegung, zweite Bewegung, sondern Handgriffen. Steht Handgriffe da. So, ich kann jetzt irgendeine Art von Schloss nehmen und das verschließen. So, und jetzt will ich euch was zeigen, worauf ich eigentlich raus will. Meiner Einschätzung nach, keine Rechtsberatung hier, jeder ist für sich selber verantwortlich, muss ich dieses Schloss überhaupt nicht verriegeln. Weil ich benötige einen Handgriff, um es abzumachen, einen zweiten und jetzt einen dritten. Und damit bin ich über 3 Handgriffe. Und ich brauche auch deutlich über 3 Sekunden, um das Schloss zu entfernen. Ein zweiter Punkt, auf den ich raus will, ist, eigentlich braucht man überhaupt keine Schlösser, sondern man kann einfache Karabiner nehmen. Der ist jetzt ein bisschen klein und das ist ein bisschen eine Fummelei. Und jetzt ist es halt wirklich so, dass man sich damit an den Grenzen des waffenrechtlich Möglichen bewegt. So, sind ein paar Fusseln dran, entschuldigt. Ein Handgriff, zwei Handgriffe und ein dritter Handgriff, um die Waffe in die Hand zu nehmen. Aber, wo ich sag, an der Grenze dessen, weil das kann jetzt auch anders interpretiert werden. Also das ist jetzt so nichts, was ich empfehlen würde, weil ich kann nämlich einen Handgriff machen und es auch mit einem Handgriff öffnen. Und dann sind wir wieder im Bereich des unerlaubten Führens, des waffenscheinpflichtigen Führens. Aber wenn man das verhindert, indem man zum Beispiel einen etwas größeren Karabiner nimmt und den hier in diese Schlaufe einhängt, sodass man es nicht mehr mit einem Handgriff öffnen kann, dann wäre es durchaus möglich, dass man diese Tasche nicht in den Kofferraum sperren muss. Jetzt hat man hier einen Handgriff, um das zu lösen, einen zweiten, um es zu öffnen. Meiner Einschätzung nach wäre das erlaubt. Und man muss sich halt einfach immer vor Augen führen, was wollte der Gesetzgeber verhindern? Er wollte verhindern, dass irgendwelche Menschen sich den Waffenkoffer auf den Beifahrersitz legen, da eine Pistole drin haben und ihn dann so auf dem Beifahrersitz liegen haben. Da hat man einen Handgriff, einen zweiten Handgriff, hat die Waffe im Anschlag und unter 3 Sekunden. Es gab in den, lasst mich lügen, in den 70er Jahren, irgendwann in den 80er Jahren, da gab es diverse Urteile, weil viele haben das ausgenutzt. Da stand hier noch was ganz anderes.
Da war es nämlich möglich, seine Waffe spazieren zu fahren. Es war auch möglich, dass man seine Waffe mit, seine Sportpistole mitgenommen hat zu seiner Arbeit beim Sicherheitsdienst. Und zum Beispiel viele Türsteher haben ihre Sportpistolen getragen. Das wurde unterbunden, ich glaube 2003 ist es gekommen. Ich glaube 2003, das war eine der größten Gesetzeslücken. Oder war es erst 2008? Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall haben ganz viele bewaffnet im Sicherheitsdienst gearbeitet, die keine WBK haben, weil sie nur auf Privatgrund gearbeitet haben. Und dann ist das reingeschrieben worden. Zu einem von seinem Bedürfnis umfassenden Zweck. Und damit ist es nicht mehr möglich, seine Sportpistole mit zur Arbeit als zum beim Sicherheitsdienst zu nehmen. So, versuchen wir das hier gerade noch mal ein bisschen zu verdeutlichen. Sehr interessant ist, dieser Koffer hat zwei Verschlüsse. Ein Handgriff, zweiter Handgriff, dritter Handgriff, vierter Handgriff. Also, ich bin der Meinung, diesen Koffer kann man direkt auf dem Beifahrersitz liegen haben und muss ihn nicht verschließen. Finde ich sehr interessant. Es gibt Dinge, die man tun darf, aber auch Dinge, die man nicht unbedingt tun sollte. Wenn ich zum Schießstand fahre, habe ich keine Waffen auf dem Beifahrersitz. Die habe ich vielleicht auf der Rückbank. Und ich habe aber, ich persönlich, habe da eigentlich immer ein Schloss dran. Das heißt nicht, dass ich es verschlossen habe, verriegelt habe, die Kombination verstellt habe oder sonst was. Das nicht unbedingt. Ich habe immer ein Schloss dran, das sieht gut aus. Und diese Feinheiten, die kennt kaum ein Polizist. Die kennen ja auch viele Sportschützen nicht. Also es macht einfach Sinn, da keinen Ärger zu provozieren. Aber ich finde es eine sehr interessante Tatsache, dass man einfach mit einem einfachen Karabiner einen Handgriff dazufügt und dass einem dann praktisch nichts mehr rechtlich passieren kann. Also selbst wenn hier keine Verschlüsse wären, wenn man die wegmacht, braucht man einen Handgriff, um den Karabiner zu öffnen, dann einen zweiten, um den Koffer zu öffnen und einen dritten, um die Waffe zu nehmen. Und schon dürfte man die Waffe hier drin transportieren, ohne diese Verschlüsse. Ich fand es jedenfalls sehr interessant, als ich mir über den Karabiner Gedanken gemacht habe die letzten Tage. Und ich hoffe, das war auch für euch interessant. Und wegen ein Holster, was nur einen Handgriff braucht, ein Holster, was zwei Handgriffe braucht und eine Tasche, die auch nur zwei Handgriffe braucht und damit nicht erlaubt ist, wenn sie auf dem Beifahrersitz liegt. Wenn sie im Kofferraum liegt, schon. Man könnte auch hier die Pistole reinpacken und die in den Kofferraum legen. Würde auch gehen. Sollte man das tun? Nein, nicht unbedingt. Und ich sag's nochmal dazu, bitte nicht verwechseln mit den 42a-Gegenständen. Wer einen Schlagstock transportiert, wer ein Einhandmesser transportiert, da gelten andere Regeln. Da ist das verschlossen anders geregelt. Weil da dieses mit weniger als drei Handgriffen und nicht zugriffsbereit und so, das steht da alles nicht drin, da steht nur verschlossen drin. Gut, wie gesagt, ich hoffe, das war interessant für euch und ich wünsche euch nur das Beste. Ciao, macht's gut.